Guten Abend, meine lieben Freunde. Ihr wundert euch sicher, warum wir hier sind und warum die letzte Aufnahme so abrupt beendet war. Ratet mal. Richtig, es ist abgestürzt. Genau, deshalb musste ich jetzt den ganzen Raum da hinten nochmal hacken. Gut. Wo kam das jetzt her? Ist doch irgendwo so ein blöder Houdini. Ah, guck mal. Aber wir lassen uns davon natürlich nicht die Lust am Spiel verderben. Wobei ich sagen muss, dass eben, ja, also jetzt gerade beim Versuch hier wieder herzukommen, ist es so oft abgestürzt. Keine Ahnung, was da schon wieder los ist. Wow. Stirb. Oh. Wie neu. Ich liebe dieses Plasmid. Dieses Tonika. Gut. Nee, dann gehen wir jetzt die kleine ab. Das war ja eigentlich die. Wieso kann ich denn die. Ah, Maximum erreicht. Verstehe. Nee, das war ja eigentlich der Grund, warum wir hier sind, dass wir unsere Little Sister, die wir auf dem Arm haben, abgeben. Aber ich speichere nochmal. Ich kann nicht speichern. Ah, ich kann nicht speichern, während ich einen Lüftungsschacht angucke. Ich habe ein Déjà-vu. Habe ich das schon mal gesagt? Ha. Gut. Retten wir die Kleine und hoffen, dass keine Big Sister auftaucht. Ich sagte ihm, ich würde Mutter erzählen, was er getan hat. Er bekam Panik. Er hat mich verschleppt und an ein Waisenhaus verkauft. Ich habe versucht, mich zu wehren und habe ihn in die Hand gebissen, aber... Vater, er ist der Grund, warum ich zu einer Little Sister gemacht wurde. Oh, Eleanor. Tja, du warst ein Tiefseeforscher mit Nerven aus Stahl, Kumpel. Die Öffentlichkeit hat dir den Spitznamen verpasst. Aber Ryan war sich sicher, dass du ein Spion wärst. Also haben seine Leute dich eingesperrt und haben deinen verdammten Namen ausgelöscht. Leb wohl, Johnny Topside. Hallo, Subject Delta. Adam ist Rapture Delta. Die größten Geister des Paradieses versammelt in einem einzigen grandiosen Mosaik. Eleanor, denk an das Genie, das du ihr vorenthältst, mit jedem gestohlenen Tropfen. Wenn das alles vorbei ist und wir mit der Beute aus Rapture auftauchen, dann halten wir beide Hof, mein Junge, auf unserer eigenen Insel. Ich sehe es schon vor mir. Jede Weltmacht kommt auf Knien angerutscht, mit tonnenweise Geld im Gepäck. Die werden sich wundern. Die Mädchen, die du von Mutter gerettet hast, wollen dir danken, Vater. Sieh im Gatherers Garden nach. Alles klar, Süße. Wir sehen gleich beim Gatherers Garden nach. Aber ich speichere echt nochmal. Bin gerade echt. Ach, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Ich habe so eine Nonstop-Angst, dass mir das Spiel gleich abkackt. Mahlzeit. Hey, renn ich weg. Bleib stehen. Wie
waren wir auch noch echt nicht, oder? Ich dachte, ich hätte jetzt langsam mal alles durch. Das ist ja ein Riesending hier. Und es ist schon wieder abgestürzt. Wer hätte es gedacht? Selbstbewusstsein ist kein Wunder, Eleanor. Es ist ein Trick der Gene. Eine endlose innere Leier, die ständig fragt, was ist für mich drin? Um der Welt zu dienen, müssen wir taub werden gegen das Selbst. Bist du bereit? Also, hör mir nicht mehr zu. Hör mir nicht mehr zu. Nicht zuhören. Schwierig, nicht wahr? Worte sind oft nur ein Schleier, ein Tarnanstrich. Spiel diese Aufnahme ab, bis du die Worte nicht mehr hörst. Dann wirst du die Menschen vielleicht so sehen, wie sie wirklich sind. Ich weiß gar nicht, haben wir die Aufnahme schon gehört? Also ich schon, aber ihr, ich weiß es nicht. Was ist das denn? Das ist eine Little Sister. Ich dachte, es wäre ein Geschütz. Wo ist denn eigentlich? Ja, genau. Dieses Ambiente ist grässlich. Wenn je ein talentierter Innenausstatter benötigt wurde, hallo? Dann hier. Sag mal, ich krieg den Vorlauf nicht berechnet. So. Da geht's ja auch noch lang. Dachte gerade, wieso zum Teufel zeigt da ein Pfeil gegen die Wand? Und da ist der Big Daddy. Deshalb steht die da. Neues Tonikum. Fordernder Vater, wenn deine kleinen Helfer beim Sammeln ständig unterbrochen werden, dann sage ihnen mit diesem fordernden Vater-Tonikum, dass sie sich beeilen sollen. Cool. Da... Ja, also ich lagere das jetzt erstmal, aber das wird auf jeden Fall Zeit, einen neuen Tonika-Slot zu kaufen und es wird Zeit zu speichern. Wie immer eigentlich. So, jetzt gucken wir noch kurz, was ich hier vergessen habe auszunehmen. Zum Beispiel diesen Speer. Danke. Und dann schauen wir doch mal hier rein. Genau, also wir brauchen auf jeden Fall einen Gen-Tonika-Slot. Und da packen wir drauf den fordernden Vater. Ausrüsten. So. Was haben wir denn jetzt hier noch Schönes? Wow, das hört halt gar nicht auf. Es ist Cure-All. Medi-Stationen füllen auch dein Eve auf. Bin ich jetzt nicht so überzeugt. Quick-Hack. Das Hacken hat weniger Stufen, okay. Scharfer Beobachter erhöht die Forschungsboni weiter und ermöglicht dir schnellere Forschungsfortschritte. Das finde ich jetzt aber ganz gut. Das war Hackers Delight. Ah, okay. Ja, dann nehmen wir doch mal Quick Hack. Achso, da brauchen wir jetzt natürlich, ja. Lagern und wir nehmen scharfer Beobachter. Scharfer Beobachter können wir aber austauschen. So. Und dann brauchen wir nochmal einen Slot. Scroll. Ich krieg noch einen Krampf im Mittelfinger. Tonika. Und da kommt der Quick Hack drauf. Und dann... Tja, was haben wir hier noch? Ich meine, Telekinese benutzen wir sowieso nie. Das brauchen wir nicht.
Auch nicht ganz blöd. Eigentlich. Shorten Alarms. Lustig, dass sie manche Sachen dann übersetzt haben und manche eben nicht. Zum Beispiel Cure All haben sie offensichtlich nicht übersetzt. Und hier heißt es kürzere Alarme, Stufe 1. Und die Weiterentwicklung heißt Shorten Alarms. Also, weiß nicht. Da hat sich's einer leicht gemacht, glaube ich. Ja gut, wir haben immer noch so extrem viel Adam. An sich. Insektenschwarm fand ich im 1er eigentlich immer ganz cool. Das wären dann 160 plus ein Plasmid-Slot, also 210. Das können wir echt machen, völlig problemlos. So. Ja gut, machen wir erstmal das drauf. Tricksen Sie Sicherungssysteme aus. Manipulieren Sie Bots, Geschütze und Kameras, um dort anzugreifen, wo Sie es wollen. Schicken Sie verbündete Bots auf Missionen. So ist es. Aber das wollen wir nicht. Wir wollen stattdessen den Insektenschwarm. Rufen Sie einen Insektenschwarm. Immer sehr witzig, wenn er versteckte Gegner aufspürt. Und direkt die Aufrüstung. Entfesseln Sie einen noch aggressiveren Schwarm. Ein echtes Erlebnis, wenn er einen Gegner nach dem anderen findet. Ich weiß nicht, ob ihr es vom 1er kennt, aber der Insektenschwarm macht halt Schaden. Nicht wahnsinnig viel, aber er macht Schaden. Und lenkt die Gegner halt ab. Also sie bewegen sich, sie hampeln halt rum, um sich vor den Bienen zu schützen. Grundlegend, ja, ist es eine Mischung aus, ja, weiß nicht, Schaden und ein gewisser Stun, also eine gewisse Betäubung für den Gegner. Also es ist insgesamt schon ganz, ganz nützlich, finde ich. Haben wir das jetzt eigentlich Insektenschwarm 2 direkt da drauf? Willkommen zur Genbank. Wir waren da noch nicht? Ehrlich? Hier kannst du deine Plasmide und Tonika deiner Ausrüstung anpassen. Probiere verschiedene Plasmide und Tonika in unterschiedlichen Situationen und Herausforderungen aus. Tatsächlich, die waren hier noch nicht. Ich hatte bekloppt. Plasmide. So. Genau, das ist schon der 2er. Wunderbar. Können wir da direkt wieder raus. Und wir speichern nochmal.